und zwar um Rap. Ja. Soll ich euch mal was vorrappen? Ja, komm, hau raus. Von Echo Fresh. Kennt ihr den? Hast du was Eigenes? Echo Fresh, Ghetto Chef, Junge Dennis muss sein, Köln Kack. Hast du was Eigenes? Ich? Nee, ich mach keine eigene Musik, ich parodiere immer nur. Warum? Weil, ja. Bist du ein Cover oder bist du Dudu? Ich bin ein Cover. Warum bist du denn? Weil Cover läuft voll gut. Ja? Ja. Ja, okay. Wenn es gut läuft, dann ist es verständlich. Ja, also Echo Fresh, Ghetto Chef, Junge Dennis muss sein, Köln Katz, hart. Weiter! Keine Ahnung, Mann! Die Antwort ist ganz leicht auf diese Frage. Also nochmal von vorne. Echo Fresh, Ghetto Chef, Junge Dennis muss sein, Köln Kack. Ich hab keine Ahnung. Wovon leben Sie? Wie von lebe ich? Ja, es gibt doch so Jobs und so weiter. Gar nicht so an. Na, mach, sag mal. Warum? Nein. Richtig. Stimmt gar nicht. Also, mal von vorne. Echo, nee, das war einfach nur die. Echo Fresh, Ghetto Chef, Junge Dennis muss sein, Köln Kack, Hartz IV, komm in meine Hut rein. Komm und guck, was es heißt, im Block hier zu wohnen. Hier, wo man leben muss von Dealen oder Prostitution. Was sagst du zu dem Text? Den Echo Fresh damals, sag ich mal, geschrieben hat? Das ist die Wahrheit. Vieles, was überhaupt gerappt wird, ja? Ist die Wahrheit. Und finde ich sehr gut, dass es ans Licht gebracht wird. Aber? Na, ich habe aber gehört. So es gibt zu wenig von euch, die es mehr verbreiten. Es gibt Leute, die die Texte zweideutig verstehen. Ja. So, einmal gibt es Leute wie euch, die den Text verstehen und auch so handeln. Und dann gibt es welche, die kommen her, Ghetto-Hose, Cappy. Ja. Hey, ich komme aus Ghetto, ich bin Gangster. Nur weil er Sido hört. So, ja. Hey, juhu, geil. Was hörst du? Ich bin Multikulti. Also ich höre auch gerne Deutschrap, auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch ein sehr totaler Fan von Kulte, die jetzt hier waren. Ah, okay. Denn ihre Texte finde ich halt sehr gut. Ja. Also zum passenden Zeitpunkt gerade, einfach. Ja, ich höre, ja... Viel, so Blumio höre ich auch, finde ich ganz Blumio gut. Auch? Ja, meine Lieblingsrapper finde ich Hammerstück von ihm. Hammer. Ja, Massiv habe ich mal eine Zeit lang gehört, sowas. Also auch schon so in die Gegend, aber momentan nicht so viel Zeit für Musik. Schade, schade eigentlich. Darf ich eine Frage stellen? Nehmen Sie sich Zeit für die Bundestagswahl? Gehen Sie wählen? Nein. Wen würden Sie wählen, wenn Sie wählen würden? Die Linken. Die Linken, weil Sie sozial engagiert sind? Meinen Sie, die Projekte werden sind durchsetzbar? Sie sind durchsetzbar, meiner Meinung nach. Oder sind das nur Träume? Ich bin mehr der Meinung von der CDU und der SPD sind das mehr Träume. Es ist mehr Gerede. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt in einer Filmstelle, gibt es ein Intro, das hat auch zum Beispiel Kurt 3. Mhm. Und da geht es darum, es gibt Redner und es gibt Macher. Ja. So, und die Leute, die reden, die werden auch ein Leben lang weiter reden. Und dann gibt es Leute, die aufstehen und einfach anfangen. So, und die SPD, CDU, das sind Redner. So, und die Linken, die sind jetzt so lange dabei und immer nicht hochgewählt worden. Ja. Aber sie sind immer dabei und immer dabei und immer wieder dasselbe Thema und immer wieder wollen sie das Gleiche durchbringen. Und also gehörst du zu der Kategorie Mensch, die sagt, nein, ich sage nicht nur, ich rede nicht nur, sondern ich mache auch? Ja. Ja? Ich kann mich nicht beschweren, dass ich kein Geld habe, wenn ich nicht zum Jobcenter gehe oder die regulären Wege mache. Mhm. So, momentan habe ich Streit mit dem Jobcenter, okay, dass ich sage, okay, fickt euch, ich scheiß auf euch, okay, ich komme auch alleine klar. Hab lange überlegt, was mache ich. Was gibt es so für Möglichkeiten? Also ich sag mal so, in Deutschland ist es ja so, es gibt eigentlich keine Obdachlosen. So, eigentlich. Eigentlich. Also wie kommst du aber dazu? Also ich frage mich jetzt die Frage wirklich. Es wird runtergeredet. Es wird runtergeredet und die Obdachlosen werden zur Seite geräumt. Für die Gesellschaft. Aber die kriegen ja auf jeden Fall Geld. Die haben ja das Recht auf Wohnung, die haben ja das Recht auf, ja, also auf die Existenzbedürfnisse. Viele gehen aber nicht hin, viele wollen das aber nicht machen, weil sie was eingehen müssen.